Ich sage euch erstmal, lasst die Finger davon. Warum, zeige ich euch gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute ein Produkt gekauft. Ich hatte mal gebettelt bei Facebook, Instagram etc. pp. Da gab es das Produkt und wurde da beworben. Dann habe ich ein bisschen gebettelt, weil ich dachte, das Teil ist mega geil. Das müssen wir mal testen. Ja, es gab Leute, die haben dann gesagt, nee, dein Kanal ist zu klein, bla bla bla, blub blub. Und dann gab es dann ein, ja, super, schicken wir dir, gut. Gewartet. Und dann sagt, ja, das ist so begehrt, so beliebt, das ist ausverkauft, aber als nächstes kriegst du es. Ja, Pustekuchen, kam nicht. Hab ich mir gedacht, da muss echt richtig gut sein. Wurde beworben für um die 40 Euro. Ja, und jetzt habe ich mir das Produkt kommen lassen aus Ching Peng Peng Nasi Goreng. Ja, und zwar bei AliExpress gibt es das. Heißt, diejenigen, die das jetzt hier bewerben bei Instagram etc. die betreiben Dropshipping. Was ist Dropshipping für die Leute, die es nicht kennen? Man macht einen Shop auf und sagt zum Beispiel, in dem Shop bewirbt man das Produkt mit 40 Euro. Und wenn der Kunde käme und würde für 40 Euro diesen Artikel kaufen, geht automatisch ein Bezahlsystem auf AliExpress, Wish und weiß der Kuckuck wohin und wird automatisch dort bestellt und von dort aus versendet an denjenigen, der da bestellt hat. Das heißt, der Shopbetreiber, also der die Internetseite betreibt, kriegt 40 Euro. Davon werden automatisch 5, 6, 7, 8 Euro, keine Ahnung, was das Teil kostet, an AliExpress versendet und dann geht er drüber. Ja, dann verdient das Geld. So. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, 40 Euro für dieses Teil ist cool. Ja, deswegen wollte ich das haben. Habe ich nicht bekommen. Habe dann gesucht und habe es dann für 8 Euro bei AliExpress gefunden. Und zwar geht es um dieses Produkt. Es ist ein Schröpfgerät. Schröpfgeräte, Schröpfen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schröpfen ist so eine Sache, ja, da hat man früher so gemacht, man hat ein Glas genommen und drunter hat man ein Stück Watte mit ein bisschen Alkohol und dann hat man da auf den Rücken die Alkoholpads gelegt, ein Feuerzeug angezündet, Glas drauf und durch das Verbrennen des Wattestäbchen oder durch die Watte wird Sauerstoff entzogen und dann entsteht dann so ein Vakuum. So, das hat den Vorteil, es ist besser für die Durchblutung und gut gegen Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Dafür soll es gut sein. So, wie gesagt, jetzt kommen die Chinesen ins Spiel. Jetzt gibt es das Teil ohne Watte, ohne sich zu verbrennen, sondern vollautomatisch und auch mit einer Heizung, Infrarotheizung. Ja. Schauen wir uns das mal an. Erstens, die Verpackung ist, die brauchen wir uns gar nicht anzugucken, die ist einfach nur rottenschlecht. So viel dazu. Wie gesagt, das Produkt wird überall beworben für 38, 40, 70 Euro, habe ich halt auch schon gesehen. Ich sage euch erstmal, lasst die Finger davon. Warum, zeige ich euch gleich. Weil ich habe es schon ausprobiert und das ist nicht ohne. Ja, hier haben wir das Corpus Delicti. Das ist ganz einfach gehalten und so ein Plastikbecher, der dann auf die Haut gesetzt wird. Dann haben wir den Power-Button. Oh, jetzt fängt er schon an zu pumpen. Dann haben wir die Möglichkeit, drei Heizphasen, weil hier hinten ist so eine Art Infrarotheizer und der wird auch warm, ja, auch keine Frage. Also jetzt nicht heiß, ein bisschen angenehm warm, ist okay. So. Jetzt müsste man, theoretisch gesehen, jetzt wird es ein bisschen kriminell, weil, wie gesagt, ich habe das leider schon mal ausprobiert und ich bin da nicht voll der Fan von. So, wir machen das jetzt mal an. Ja, und natürlich jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Jetzt zieht er so in dem Sinne, ja, hier kann man es gut sehen, die Haut ran. Man merkt auch, hier entsteht wie so ein Vakuum. Ja, ist auch ein USB-Kabel dabei. Ja, geh jetzt mal aus. Im Prinzip, Tröpfen ist eine coole Sache. Gut, ist medizinisch, top. Sollte man selber machen. Kann man selber machen, sollte man aber unter Beobachtung machen. Weil, warum, seht ihr hier an diesem Bild. Wie ihr da hier seht, sieht das nicht gerade gesund aus. Problem war, ich habe es hinten mir auch selber auf den Rücken gemacht, das Vakuum hat angezogen.
dann kann man das Gerät natürlich blind nach hinten ausmachen, ja, aber man sieht ja nichts, wenn man allein ist. Aber dann hat das Gerät natürlich Vakuum gesaugt und man bekommt es einfach nicht so leicht ab. So, das heißt, da steht man da ein bisschen blöd da und ja, und ist am Fummeln und dann ist das Gerät endlich ab und dann sieht man dann so aus. Und ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Also die Durchblutung an der Stelle ist auf jeden Fall jetzt gegeben, würde ich jetzt mal hinstellen. Aber ja, okay, wenn man es jetzt an den Beinen macht, an den Füßen macht, gut, vielleicht einfacher, besser. Am Rücken würde ich jetzt sagen, können wir machen, aber nur mit Aufsicht, dass das einer auch sieht. Weil wenn man sich das Teil dann hier einfach so hier, sieht man jetzt gar nicht irgendwo hier so hinmobbt, dann sieht man nicht, welche Tasten dafür zuständig ist, an, aus, etc. pp. Mal abgesehen davon, was ich auch total bekloppt finde, ist, wenn das Teil Vakuum gesaugt hat, dann bekommt man es so einfach nicht ab. Dann muss man erstmal den Teller hier unten festdrehen, was ja natürlich am Rücken super einfach ist, hier festdrehen und dann eine leichte Umdrehung und dann lässt er die Luft ab und dann kann das Gerät wieder entfernen. Am Rücken, wie gesagt, alleine, no. Am Bein, okay. Oberschenkel vielleicht auch oder Bauch, okay, aber am Bauch, ich weiß nicht, ob einer am Bauch sich schröpfen lassen will. Oberschenkel kann man machen, vielleicht an den Füßen noch, aber wie gesagt, am Rücken, nee. Deswegen seid gewarnt, es funktioniert. Es kann schmerzvoll werden, weil das hat schon ein bisschen weh getan. Es funktioniert, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht 38, 40, 60, 70 Euro ausgeben. Kauft es euch gebraucht. Kauft es euch bei AliExpress etc. pp. Von 8, 9, 10, maximal 12 Euro. Kann man das mal machen, kann man mal ausprobieren. Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Ja, aber wenn man sich jetzt das Ding für 70 Euro holt und sieht dann so aus, wie ich jetzt gerade auf dem Bild gezeigt hatte. Auch nicht so geil. Ist natürlich die Frage, ja, könnte man jetzt, ja, okay, den Hersteller könnte man verklagen auf Schmerzensgeld. Aber der Hersteller ist ja in China. Naja, kann man nichts machen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen zu diesem Produkt. Und lasst ein Abo da, Daumen rauf und ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.